Hallo, everybody. Hong Yuan Ling Tong. Hallo zusammen, Hong Yuan Ling Tong. Hola. 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 Wir brauchen diesen spielerischen Zustand, um mit dem schönen Leben zu spielen. Wir lassen unsere Gedankenmuster sehr flexibel werden, sehr frisch werden, sehr lebhaft werden. Nicht hart. How are you? Wie geht es euch? How are you? Wenn ich euch frage, wie geht es euch? I'm fine. Sag mir nicht nur, es geht mir gut. Und du? Me too. Ja, mir auch. Wenn ich frage, wie geht es dir? Dann sofort fühlst du dich glücklich, fühlst du diese universelle Liebe. Ich frage, wie geht es dir? Ich habe nicht gefragt. Um deinen Zustand gefragt, welche vor einer Sekunde gerade war, sondern ich frage dich um den jetzigen Moment. Jetzt, wie geht es dir? Vor einer Minute, vor einer Sekunde. Das ist jetzt schon wieder vorbei. Jetzt sind wir Meister des Lebens. Du bist jetzt der Meister deines Lebens. Und fragen, ja, wie geht es dir? Ah, ich erinnere dich. Ich erinnere dich, dass du in diesem schönen Lebenszustand bleiben sollst. Ich habe nicht gefragt über deine Vergangenheit gefragt vor einer Sekunde. Ich bin froh, glücklich. Das ist schon der Wendepunkt des Lebens. Ohne zu denken, nicht denken, oh, jetzt gerade fühle ich mich unwohl, ich war gerade am Leiden. Das ist vor einer Sekunde gewesen. Jetzt. Dankbar, ja, sehr schön. Jetzt verändere bewusst. Viele Menschen leben immer in der Vergangenheit. Das Leben fließt und fließt, aber im jetzigen Moment. Wir können nur den jetzigen Moment halten oder anhaften beim jetzigen Moment, um eine Veränderung zu vollbringen. Die Vergangenheit gehört der Vergangenheit und die Zukunft ist noch gar nicht da. Und jetzt frage ich, ja, wie geht es dir? Ja, wie ein Baby. Deshalb manchmal fragst du ein Baby. Und das Baby weiß nicht, wie es ihm geht. Keine Ahnung, was es heißt, wenn man fragt, hey, wie geht es dir? Das Baby macht einfach hahaha. No need to finish this hard work.
Es braucht nicht das Denken, das ist schon eine Weisheit von einem hohen Niveau. Und diese Weisheit von diesem hohen Niveau ist bereits nicht mehr auf der Gedankenstruktur, auf der Gedankenebene. Denn diese hohe Ebene ist, dass du eine Fähigkeit hast, welche direkt das Leben schön machen kann und eine ganz schöne Welt machen kann. Du zeigst die Schönheit des Lebens sofort. Das ist eine direkte Heilung. Ich erzähle dir nicht, du sollst das Problem heilen, du sollst auf das Problem weiter eingehen, du sollst beim Problem anhaften, fixieren, du sollst das Problem heilen. Nein, ich sag dir einfach, was ein schönes Leben ist, was ein gesundes Leben ist. Und ich erzähle dir auch, schau durch diese Probleme hindurch, um ein neues Leben zu haben. Und das ist diese Heilung auf der höchsten Ebene. Du musst nicht einmal mehr durch das Problem hindurchschauen. Es ist ganz simpel und einfach. Jetzt bin ich schön. Es ist ein Bewusstsein, das macht diese Entscheidung für das Leben. Zuerst wählt das Bewusstsein ganz bewusst, was es möchte. Es wählt bewusst ein glückliches, schönes Herz. Ja. Seht ihr, im täglichen Leben sehen wir immer ein paar Menschen, die haben so eine sehr einfaches Glücklichsein. Sind immer, ja, wenn sie dich sehen, ja. Das ist direkt im Innern, direkt aus dem Innern. Eine schöne Blume, die aus dem Innern kommt, die öffnet. Also jeder kann so ein Leben haben. Nicht jedem so, oh, sehr seriös, hartes Leben. Ich liebe dich. Nein. Einfach ha-ha-ha und fühlen, dass ja, du geliebt wirst im Innern. Das Innern ist nicht hart. Du öffnest die Blume deines Herzens, fühlst deinen inneren Sonnenschein und gibst dir auch an alle Zellen in dir drin das Licht und fühlst im jetzigen Moment, dass das bereits da ist, erschienen ist, und denkst nicht, oh, ich philosophiere über das Leben. Nein, wir müssen gar nichts philosophieren. Das ist der Philosoph der höchsten Ebene, der sagt gar nichts, der lacht einfach. Das Universum ist nämlich so groß. Es gibt unendliche Informationen. Dieses Wissen vom Wissen auf der Referenzrahmenebene des Menschen ist sehr limitiert. Wir brauchen nicht dieses limitierte Wissen im Denken oder in diesem Referenzrahmen, um das Leben zu fixieren in einem Gefängnis. Wir denken immer, oh, wir sind korrekt, wir sind, liegen im Richtigen, wir sind speziell.
Wir sind groß. Das alles sind Blockaden. Solltest das Wissen der, also die Weisheit der Natur sehen. Denn die Natur, die sagt gar nichts. Aber hat das menschliche Leben geschöpft, erschöpft und schöpft weiterhin ganz viel Leben und Lebendiges. Wir haben nur ganz wenige Sachen von unserer Natur gelernt. Im Universum gibt es unendliche Informationen. Deshalb, wenn die Menschen denken, urteilen, da ist Gott immer noch am Lachen. Für unsere körperlichen Probleme, speziell für Krebs, wir sollten nicht darauf fixieren. Ich möchte meinen Krebs heilen. Lehrer Wei, bitte hilf mir. Mein Krebs ist sehr wichtig für mich. Ich hasse diesen Krebs. Das ist eine große Fixierung. Dein Bewusstsein hat sich bereits auf Krebs fixiert. Du hältst diesen Krebs. Wie kannst du es heilen? Nein, ich kann dir nicht helfen. Buddha kann dir auch nicht helfen. Dr. Pang kann dir auch nicht helfen. Nur denken, hahaha, kein Problem. Das ist einfach ein Phänomen. Das ist einfach ein Zustand, wo die Energie konzentriert ist. Es ist ein Spiel. Dein Leben hat soeben ein Spiel gespielt. Deshalb hast du ein verspieltes Herz und eine verspielte Einstellung. Und fixiere nicht auf diesen Krebs. Spiele mit dieser Energie, spiele mit dieser Information. Verändere es. Es ist ein freier Zustand vom Herzen. Auch wenn du nicht auf das Heilen des Krebses fixieren musst, du akzeptierst. Das Akzeptieren braucht natürlich diese Gutes und das Verstehen und auch diese Fähigkeiten, weil der Körper hat ja Schmerz. Es ist ihm nicht wohl. Und generell ist dann das Bewusstsein der Menschen genau auf diese Gefühle, auf diese Sensationen fixiert und hasst sie auch. Aber wenn du ein Mingjue-Praktikant bist, dann wirst du sofort erkennen, ah, ich bin Mingjue, ich bin nicht der Körper, ich bin, zwar ist das Gefühl da, aber ich hafte nicht an das Gefühl und ich fokussiere jetzt auf mein pures Mingjue. Ich fokussiere auf Mingjue Liebe, bedingungslose Liebe. Was ist deshalb jetzt dein Fokus?
Ja, wenn wir immer auf das Problem selber fokussieren, wenn wir Sorgen, Angst haben und dann ein leidendes Gesicht haben, mit leidenden Emotionen, blockierenden Emotionen im tiefen Innern, da kann das Herz natürlich nicht geöffnet werden, weil das Problem wurde bereits zu einem großen Felsen, den wir auf das Herz gelegt haben. Und das Herz kann dann sich nicht öffnen. So, deshalb, um Krebs zu heilen, das Erste, was wir machen sollten, ist das Herz öffnen. Die beste Art und Weise ist, direkt das Herz zu öffnen, ohne zu denken. Realisieren, feststellen, dass in jedem jetzigen Moment das Leben neu wird. Und dass das Leben immer neu wird, das ist ein Prozess, denn zuvor allmählich mit dieser inneren Information und der Information, welche im Universum ist und die Information, welche in der Gesellschaft ist, zusammen alles kreiert dein Krebs. Alles kommt zusammen, fusioniert und transformiert dein Krebs. Aber die wichtigste Energie ist, der wichtigste Punkt von diesem Krebs kommt aus deinem Innern. Deshalb, wir sollten dahin durchschauen. Es ist ein Prozess, welcher konstant transformiert. Und bis zum jetzigen Moment ist dein Leben immer noch am Transformieren und am Transformieren. Es wird immer neu. Du fühlst, dass dein Leben jetzt neu wird. Und dann siehst du hindurch, siehst vorher, dass du der prinzipielle Schöpfer des Lebens bist, dass du diesen Krebs geschöpft hast. Denn was für ein Muster hat diesen Krebs erzeugt? Schau da hindurch. Oh, du wirst erkennen, dass du ganz viele Fixierungen hast. Und diese Fixierung, zum Beispiel, du fixierst dich aufs Geld, du fixierst dich auf Liebe erhalten, du fixierst dich auf also auf Zuneigung und auf Ruhm in den Beziehungen. Dort fixierst du dich auf diese Zuneigung in der Beziehung. Und wenn diese Beziehungen zum Beispiel in der Familie dann sich verändern oder du dir plötzlich jemand nicht mehr gefällt, das ist, weil du auch ja, dir wurde Schmerzen zugefügt und du hast Reaktionen gehabt und du hast dann diese Emotionen über einen längeren Zeitraum hinweg gehalten und dann denkst du auch noch repetiert und hast dann eine emotionelle Reaktion und das behält sich dann dort, es verstärkt sich und kann sich nicht auflösen. Das ist eine emotionale Reaktion, welche dann toxische sozusagen Hormone, welche vergiftet sind, produzieren. Und das wiederum arbeitet auf deinen Zellen und deine Zellen fühlen sich dann unglücklich und diese Zellen verändern dann ihre Eigenschaft und werden zu
Krebszellen. Wir sollten deshalb durch dieses alte Muster hindurchschauen. Wir akzeptieren die alten Muster, die alten Geschichten des Lebens. Zuvor spielte ich so ein Lebensspiel. Es ist auch interessant, eine interessante Lebenserfahrung. Jetzt spiele ich ein neues Lebensspiel. Deshalb zuerst sollte ich diesen alten, fixierten Rahmen brechen. Das Herz öffnen und dieser fixiertes Gedankenmuster, welches immer das Leben limitiert hat, diesen Referenzrahmen hat. Hat dann einen gewissen Standard auf die Beziehungen gelegt. Und wenn du dann mit verschiedenen Sachen verbindest, dann fängst du an zu urteilen. Und so entsteht dann ein fixiertes Urteil, was wiederum dein Bewusstsein fixiert und wiederum deine Energie fixiert und weiter Emotionen produziert. Jetzt aber verändern wir. Wir verändern, denn die Veränderung ist in diesem jetzigen Moment. Wir brechen das alte Gedankenmuster. Wir öffnen das Herz. Einfach nur das Herz öffnen. Denn das Herz ist fixiert durch alle Identifikationen, Identifizierungen von Leben, und das ist schlussendlich das alte Muster im Referenzrahmen. Deshalb, wir brechen jetzt. Jetzt, wie brechen wir das? Das ist, wenn wir bereits da hindurchschauen. Und wenn wir hindurchschauen im jetzigen Moment, dann fühlen wir im Herzen, dass dieses alte Muster unser Herz nicht mehr fixieren kann. Unser Herz war limitiert, aber es öffnet jetzt. Ha, ha, ha. Und diese Veränderung ist einfach, findet einfach statt im jetzigen Moment. Kannst du das erkennen, fühlen, wahrnehmen? Es ist in deinem Herzen, es ist in deinem Bewusstseinszustand. Und wenn du zum jetzigen Moment kommst, dann akzeptierst du alles und gehst mit dem Fluss des Lebens und des Universums, mit dem alten, fixierten Muster, welches sich dann anfängt zu brechen, aufbrechen. Kannst du es fühlen? Verweil einfach im jetzigen Moment. Alles geschieht. Lass es einfach geschehen. Und dieses Transformieren vom Universum, dieses Transformieren vom Leben geschieht in jedem jetzigen Moment. Wir können nicht damit aufhören. Wenn dein Referenzrahmen sich auf gewisse Ideen fixieren möchte, okay, wie zum Beispiel du fixierst auf, ich möchte diesen Krebs heilen, ich hasse ihn. Da hast du bereits die Transformation blockiert mit deinem Bewusstsein. Du hast es beeinflusst, aber die Transformation geht weiter und diese Information von deinem Bewusstsein bringt
diese negativen Einfluss, diese negativen emotionale Information, welches die Transformation beeinflusst, und das gibt es, gibt schlussendlich den negativen Verlauf an von allem. Ist die Angst verbiegt dein Herz. Und wenn dein Herz öffnet, okay, dann transformiert alles. Und dann so ein gewisser Zustand von Information, schlussendlich lässt es dass die Energie besser und freier fließt. Deshalb das Bewusstsein sollte bewusst die universelle Liebe wählen, bewusst das Glück wählen, denn diese Information macht dann mit dem Prozess der Schöpfung selbst. Und diese Energie im inneren Körper transformiert sich dann in eine positive Richtung. Das Akzeptieren des Krebses ist Liebe. Liebe diesen Krebs. Fühle Liebe. Du liebst deine Zellen. Und diese Energie von den Zellen fängt an, besser zu fließen. Und wenn du es hast, dann werden diese Zellen weinen und werden dann anfangen zu kämpfen. Ja, wie ein Baby. Wenn du ein Baby hast, du gibst dem Baby ganz viel Liebe, damit es gut wächst. Aber wenn du das Baby hast, das Baby wird nur weinen und ganz viele Probleme haben. Diese Zellen sind das kleine Baby. Deshalb wir lieben und geben gute Information, haula, haula, damit diese Energie anfängt, frei zu fließen und das Baby besser und gesunder wächst. Und zur gleichen Zeit gibt es da eine natürliche Energie in der DNA, welches dein Leben in die richtige, in die gesunde Richtung bringt. Du hast deshalb diese gesunde Information, die gute Information in der DNA. Du hast die gesunde Information in deinem Bewusstsein. Diese Information die ist Teil und verbindet, macht mit dieser großen Schöpfung in der gesamten Universum und auch bringt oder hilft dieser Schöpfung in die richtige Richtung zu gehen. Deshalb fühl in diesem jetzigen Moment deinem Herz, wenn du dich geöffnet fühlst und sagst, oh mein Herz, ich liebe dich. Mein Herz ist voller Liebe. Ich liebe diesen blauen Himmel. Du fühlst, wenn du das Herz öffnest und mit dieser Art von Information verbindest, dann fühlst du deine Energie, wie sie geöffnet wird, wie sie harmonisch wird. Das Universum, ich liebe dich. Es ist sehr simpel.
Du bleibst da nicht und urteilst und urteilst und vergleichst. Deshalb für Krebskranke oder andere Probleme auch, wir sollten alle, bei allen auch dahin durchschauen, durch diese. Es gibt zwei Ebenen von Fixierungen. Das eine ist, wenn man auf das Problem selber fixiert, wenn man deshalb auf dieses Problem fixiert, welches man hat. Denn wenn man zum Beispiel auf den Krebs fixiert, dann haftet das Herz an diesen Krebs. Auch wenn dein Kopf, dein Verstand möchte, dass dieser Krebs weggeht, dein Herz behält, haltet sich immer noch am Herz. Und im tiefen Innern hast du diesen Krebs. Und diesen Hass ist eine Art und Weise, wie du schlussendlich trotzdem diesen Krebs trägst. Das ist simpel und einfach ein Prinzip, wie das so funktioniert. Etwas im Bewusstsein macht, dass je mehr du etwas möchtest, desto mehr haftest dann du schlussendlich daran. Wie zum Beispiel jetzt hast du den Little Way, ich bin Little Way, und sagst, Teacher Way, ich hasse dich. Ich vergesse dich. Kannst du mich vergessen? Kannst du mich vergessen? Desto mehr du mich auf mich fixierst, zum Beispiel in den Beziehungen, die sehr eng verbunden sind zwischen Mann und Frau oder Freund und Freundin. Wenn da ein Konflikt entsteht, wenn beide sich mehr oder weniger gerade ein bisschen hassen, wenn eben dieser Konflikt geschieht, dann gibt es Emotionen. Dein Verstand denkt dann, wir lieben uns, aber dein Herz im Inneren fühlt sich dann unbequem. Und dann fangt ihr an, einander zu hassen. Und da, am Anfang denkt der Verstand vielleicht, ich liebe dich, aber wenn dann dieser Konflikt immer mehr und mehr wird, dann fühlt dein Herz sich unbequem und wir hassen dann. Dann allmählich wird auch unser Verstand aufgeben, dieses Gefühl oder diese Idee von Liebe, und wird auch sagen, ich hasse dich wirklich. Ich werde dich vergessen. Oder jemand anders, wenn er im Verstand bleibt und ganz viel Geräusche macht und man nicht gut schlafen kann, dann wird dein Verstand denken, ich werde dich jetzt vergessen, geh weg, verschwinde von dieser Welt. Je mehr du so denkst, wird jemand anders über jemand anders, so, je mehr bleibt er auch in deinem Bewusstsein. Und für Krebs ist es genau dasselbe. Nur wenn du komplett akzeptierst, okay, durch die Welt hindurchschauen, durch das Leben hindurchschauen, alles verändert sich. Und zu diesem jetzigen Moment bin ich jetzt neu. Er oder sie
ist auch neu. Davor haben wir uns sehr geliebt, aber alles verändert sich. Das alte Ich oder das alte Ihm sind jetzt verschwunden. Wir sind jetzt beide neu. Du bist nicht dein altes Du. Er oder sie ist auch nicht die alte Version. Beide werden neu. Alles verändert. Und so ist es auch mit den Beziehungen. Wir sollten da hindurchschauen. In dieser Welt können wir nichts. Also nichts in dieser Welt hat nicht eine Veränderung. Das Leben ist einfach ein Prozess und alles um dein Leben herum ist auch wiederum ein Prozess. Ja, bist du damit einverstanden? Ja. Das hat da hindurchschauen und erkennen, oh, das Leben ist einfach nur im Hier und Jetzt. Sehr interessant, sehr komisch. Das Leben ist nur im jetzigen Moment. Jetzt ist bereits eine Sekunde schon wieder vergangen. Jetzt werde ich eine neue Person. Wieder eine Sekunde vergangen und wieder neu. Das alte Selbst ist bereits gestorben. Wenn du diese Art und Weise gebrauchst, um dein Leben zu sehen, dann lebst du einfach und allein im jetzigen Moment und akzeptierst alles und fixierst dich, haftest dich nicht auf das, die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft. Gut. Das heißt, dass dein Herz dann auch wirklich sehr offen ist. Dein Herz fixiert sich auf nichts und ist einfach im jetzigen Moment, akzeptiert das Leben, ohne zu denken. Aber für Krebs brauchst du genau dieselbe Einstellung. Es ist das Verändern dieser Körperenergie. Und in diesem jetzigen Moment ist dein Krebs bereits ein neuer Energiezustand. Es ist transformiert. Der Krebs transformiert sich immer. Zuvor, diese Art und Weise von Information hat auch diese Energie produziert. Jetzt heben wir aber diesen Krebs auf und heben auch auf die Fixierung auf die Sensation vom Krebs. Deshalb, die Energie fängt dann an frei zu fließen, weil zuvor haben wir vielleicht auf die Beziehungen zu fest fixiert. Und diese Beziehungen haben vielleicht ein Trauma geschöpft und haben dann vielleicht sogar ein Krebs geschöpft. Deshalb, wir sind immer schlussendlich der Schöpfer unserer Realität. Und jetzt aber, im jetzigen Moment, bin ich ein neuer Schöpfer. Ich bin immer noch der Schöpfer. Ich akzeptiere alle Beziehungen. Ich habe sie schon alle akzeptiert. Und da
verschwindet auch die fixierte Emotion, es verschwindet die Angst. Wir sind einfach im jetzigen Moment. Wir fühlen diesen Fluss des Lebens. Wenn wir diesen Zustand haben, heißt das, dass die Information in unserem Innern des Bewusstseins verändern kann und dieses fixiertes Muster im Referenzrahmen hat sich dann auch bereits gebrochen. Die Energie vom Krebs fängt auch an zu öffnen, zu lösen. Und so ist dann die Ordnung von diesem neuen Leben am Formen. Zuvor war dein Leben, diese Information vom Leben am Fließen, aber auf dem Weg hat deine Information vom Bewusstsein hat diesen harmonischen Lebensfluss im Leben zu einer Unordnung gemacht. Da gibt es eine Informationsunordnung. Es wird zu einer Sauordnung. Es wird blockiert. Und da kommt jetzt dieser Krebs einfach und erzählt dir, das damit aufzuhören. Und dann erkennst du, ich habe auf etwas fixiert. Ich habe eine Unordnung hergestellt, eine unordentliche Information im Leben, in der Lebensenergie hergestellt. Das ist jetzt zur Unordnung geworden. Ich habe hier blockiert und ich habe diese emotionellen, toxischen Verhalten aufgebaut. Der Krebs erzählt dir einfach als Phänomen, dass dein Leben eine Unordnung ist. Jetzt ist es natürlich an sich selber auch gar kein Problem. Das ist auch ein Lebensprozess und eine Lebenserfahrung. Wenn du ein Mingjue-Praktikant bist, dann wirst du jenseits von all diesen Phänomenen gehen. Und nachdem du alles akzeptierst, in deinem Mingjue wirst du das Verstehen haben, dass alles kein Problem ist, dass alles einfach in einer ganz perfekten Art und Weise funktioniert. Und dieser Krebs geschieht dann auch auf der perfekten Weise. Wieso? Weil wenn diese Lebensinformation anfängt zu fließen und dein Zustand des Bewusstseins dieser Transformation auch beitritt und alles schlussendlich zusammenarbeitet, es kreiert, es schöpft, genau so funktioniert das. Deshalb ist es nicht ein Problem, es ist einfach ein Phänomen von der Schöpfung selbst. Und wenn wir da hindurch schauen, akzeptieren, dann plötzlich wird der Fluss des Lebens natürlich kommt zur harmonischen Ordnung wieder zurück und dein Herz ist dann auch wieder geöffnet und nicht mehr dort blockiert ist. Dieser Energiefluss fließt dann wieder und dann in deinem jetzigen Moment genießt du einfach. Ha, ha, ha.
Das alte Denken an den Krebs kann dich dann nicht mehr fixieren und auch diese alten emotionellen Muster können dich auch nicht mehr fixieren. Du akzeptierst alle diese Veränderungsprozesse. Und zur selben Zeit erkennst du, nachdem du alles akzeptiert hast, dass du glücklich wirst. Und dann hast du Liebe, bedingungslose Liebe. Du fühlst Liebe und genießt diesen jetzigen Moment, diesen Bewusstseinszustand, des gesamten Lebenszustand. Liebst alles, liebst jede Zelle, liebst den Zustand, welchen du bist im jetzigen Moment. Du liebst alles um dein Leben herum, welches sich mit deinem Leben verbindet. Oh, du wirst zu einer bewussten Gesamtheits-Liebenszustand. Das ist dann das neue Leben. Du denkst nicht an Heilung, an echte Heilung, wahrhaftige Heilung, an eine komplette Heilung, welches in diesem Zustand noch geschehen sollte. Auch wenn du die Heilung nicht einmal brauchst, musst du nicht denken, ah, wenn ich das und das mache, dann wird mein Krebs auch verschwinden. Nein, du brauchst einfach einen neuen, schönen Lebenszustand im jetzigen Moment. Heilung geschieht von sich selbst, ohne zu denken. Auch wenn wir es nicht einmal als heilen oder genesen betrachten. Es ist einfach nur ein Prozess dieser Transformation. Das Leben fließt. Fließt und plötzlich halten wir da an, transformieren da. Und dann kommt ein Vortex. Das Wasser fließt durch diesen Vortex und das Leben fließt weiter. Es ist einfach nur ein Prozess der Transformation. Den jetzigen Moment genießen, das Fließen, harmonisch werden. Nachdem du dieses Bewusstsein hast, das ist, wenn du mit der Energie anfängst zu spielen auf eine spielerische, glückliche Art und Weise im Zustand. Deshalb hast du dann ein glückliches Herz, ein Herz voller universellen Liebe. Du und die Welt sind eins. Und dann spielst du weiter mit der Energie. Du öffnest sie, du schließt sie. Du öffnest sie, du schließt sie. Aber dein Herz im Innen ist Liebe, ist am Lachen, es ist spielerisch, am Spielen. Es gibt keine fixierte Praxis. Du genießt dieses Fließen des Lebens. Gut, nachdem du diese Information erhalten hast, jetzt
halten wir zusammen einen Qi-Ball zwischen den Händen. Wir schließen unsere Augen. Wir fühlen unser Herz, wie es im jetzigen Moment verweilt. Everything's okay. Alles ist okay. Everything's okay. Alles ist okay im jetzigen Moment. Heart is infinite. Das Herz ist unendlich. Everything. Alles is a transforming. Ist dann transformieren. The observer. Der Beobachter. Become on. Wird self-aware, sich selbst bewusst. Der Mingre-Zustand ist das, wenn der Beobachter sehr klar ist und du bist dieser Beobachter. Der Beobachter spielt mit der Energie, er öffnet sie. Das Leben ist am Fließen, ein Energiefluss. Alles ist Energie und ist konstant am Transformieren, am Fusionieren im Universum. Alle Zellen sind Energie. Sie fusionieren miteinander und transformieren. Werden neu in jeder Sekunde, wenn das Bewusstsein Liebe gibt, Glück gibt an die Energie der Zellen, da wird die Energie dieser Zellen mehr geöffnet. Und fließt sofort viel besser. Und dann kommt Mingjue Liebe. Wir brauchen Mingjue Liebe, um dieses Öffnen und Schließen zu machen. Wir spielen mit dieser Energie. Wir kennen, dass wenn die Energie geöffnet und geschlossen wird in einer guten Weise, dann werden auch alle Blockaden aufgelöst und harmonisiert. Deshalb diesen Mingjue-Liebenszustand, Liebensglückzustand spielt einfach öffnen und schließen. Wir öffnen und schließen. Diese Friede, diesen Harmonie und bedingungslose Liebe des Bewusstseins kreieren gerade diese Harmonie auf der Energieebene. Wir sollten dieses schöne Bewusstsein spüren, wie es im jetzigen Moment geschieht und
Dieses Qi wurde bereits beeinflusst durch dieses Bewusstsein. Und dann kommt dieses schöne Bewusstsein, bringen wir, um es ganz bewusst mit unserem Qi-Körper weiter zu fusionieren und weiter zu spielen. Dieser Qi-Körper transformiert schneller. Leert. Wir genießen einfach den jetzigen Moment, diesen Prozess der Transformation. Jede Sekunde ist neu. Wir fixieren auf nichts. Und wir beobachten, genießen diese Transformation. Du fühlst, dein Herz ist so geöffnet. Nichts macht dir aus. Dein Herz ist wirklich sehr ein harmonisches und friedliches Herz. Du kannst mit dieser Energie spielen, mit dem Öffnen und Schließen dieser Bewegung. Du kannst eine Stunde, zwei Stunden spielen. Du kannst natürlich auch andere Bewegungen machen, wie zum Beispiel kannst du deine Wirbelsäule drehen. Und diese Energiebewegung immer mehr fühlen, wie sie harmonisiert wird. Du kannst auch den Ort von Krebs schauen, diesen Raum von diesen Krebszellen anschauen. Kannst diesen Raum anschauen mit Liebe und Glück und kannst diesen Raum dann öffnen und schließen, mit dieser Energie spielen, öffnen zum Universum, hahaha, lachen. Ja, das Öffnen und Schließen kann schneller, kann weniger schnell sein. Ja, dein Bewusstsein ist immer noch sehr friedlich, sehr glücklich, spielerisch. Wenn du
diese Methoden dann übst, das ist deine Art und Weise, wie du das Qi verändern und transformieren kannst. Und diese Veränderung ist in einem geöffneten, schönen Herzenszustand. Dann wird auch die Transformation sehr schön. Deshalb das Wichtigste, die wichtigsten Sachen sind, das Herz zu öffnen von Grund auf. Akzeptierst im tiefen Innern alles. Und da gibt es keinerlei Fixierungen mehr. Du öffnest. Das Leben ist am Fließen. Du fühlst einfach, dass du Liebe bist in jedem jetzigen Moment. Fixierst du nicht auf dein Gesicht, auf deine Körperform, auf dein Aussehen, sondern auf die Energie und den Energiefluss. Du bist mindre Liebe. Du bist es, aber du fixierst dich trotzdem auf nichts. Du bist der jetzige Moment. Gut, wir fühlen diesen harmonischen, schönen Zustand des Lebens. Ich hoffe, dass für alle jetzt dass ihr euer Herz, euer Bewusstsein in eine neue Dimension hinein geben könnt und dieses alte Muster brechen könnt, denn in dieser neuen Dimension seid ihr einen universellen Liebeszustand und da bist du auch einfach im jetzigen Moment. Praktiziere das Genießen des Lebens im jetzigen Moment. Alles ist gut. Gut. Die Sitzung von heute ist jetzt vorbei. Übt für euch selbst oder macht bei einer Gruppe mit, damit ihr zusammen praktizieren könnt. Auch könnt ihr am Weltbewusstseinsfeld teilnehmen.
Deshalb danke euch allen. Paula! Oh, la.